Kapitel 8 Determination. Nach allem, was geschehen ist, werde ich, also Floink, diese Geschichte nun weiterführen. Nun sollte jedem klar sein, was wir alle durchgemacht haben, bevor wir im Zentrum des Seelenwaldes zueinander stießen. Als ich dort ankam, waren Latias und Necrozma schon angeregt am Diskutieren. Ein drittes Pokémon, das Latias sehr ähnlich sah, schwebte neben den beiden. Es stellte sich mir als Latias vor und war tatsächlich Latias Bruder. Anscheinend hatten sie sich bei einem intensiven Kampf wiedergefunden. Schließlich gesellten sich auch Bisasam und Hydroplu zu uns. Wir erzählten uns, was wir alle durchmachen mussten. Wir alle hatten einiges hinter uns, doch als die anderen feststellen, dass sie wirklich allesamt Dinge aus ihrer Vergangenheit gesehen hatten und schwere Kämpfe bestreiten mussten, konnte ich nicht mehr mitreden. Ich hatte lediglich einen Albtraum gehabt, bevor Darkrai mir neben ein paar Beleidigungen einen Seelensplitter an den Kopf geworfen hatte. Nach alledem, was ich gehört habe, vor allem von Hydropi, war ich sehr froh, so etwas nicht erlebt zu haben. Trotzdem war es interessant, den anderen zuzuhören. Ich konnte über jeden neue Dinge erfahren. Was mich am meisten überraschte, war tatsächlich, dass Hydropi und Bisasam mir verheimlichen konnten, dass sie Brüder sind. Ich wusste nämlich wirklich nichts davon. Als Bisasam und Hydropi gerade vom Ende ihres Kampfes gesprochen hatten, kamen wir endlich auf das Hauptthema. Wir hatten tatsächlich jeder, außer Latios, der am Anfang jedoch das Stück hatte, das Latias nun bewacht, einen Splitter von Günthers Seele. Somit hatten wir ganze 6 Stück, da wir ja auch den Splitter der Geduld vom Anfang unserer Reise noch hatten. Wir hatten beinahe alles. Geduld, Ausdauer, Gerechtigkeit, Mut, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wir diskutierten heiß über unseren weiteren Vorgang. Wir müssen den letzten Splitter finden und dann können wir Günther zurückholen. Nein, wir können nicht riskieren, dass die dunkle Macht uns jetzt findet. Wir müssen das Risiko eingehen und die versuchen, seine Seele so zusammenzusetzen. Das kann leben. Latias hat recht. Wir haben ja nicht den kleinsten Hinweis, wo der Splitter überhaupt sein könnte. Am Ende ergab sich jedoch mir unverständlicherweise eine Mehrheit dafür, Günthers Seele aus diesen 6 Teilen zusammenzusetzen. Andererseits verstand ich natürlich ihren Hintergedanken. Necrozma, Latias, Hydropi und ich setzten die ersten 5 Teile zusammen. Ich konnte 2 Teile beisteuern, da ich den Splitter der Geduld dabei hatte. Nun fehlte nur noch der, den Bisasam dabei hatte. Er schien sehr nervös zu sein, schwitzte, als er den Splitter aus seinem Beutel holte. Was ist los, Bisasam? Freu dich doch mal. Gleich wird Günther wieder bei uns sein. Auch wenn ich gegen die Idee gewesen war, versuchte ich es optimistisch zu sehen. Ich weiß nicht, ob dieser Samen es überhaupt versuchte oder es einfach nicht schaffte, denn seine Antwort lautete wie folgt. Ich weiß nicht so recht. Ist wahrscheinlich Schwachsinn, aber ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Schließlich trat er aber doch in Richtung der fast vollständigen Seele. Er stand nun direkt vor der Seele und zückte seinen Splitter. Gerade wollte er ihn einsetzen. Es spielte sich alles wie in Zeitlupe ab. Er wollte den Splitter einsetzen und nur Minisekunden, bevor es soweit war, schoss unter ihm ein Kristall aus dem Boden. Er traf perfekt und verschwand sofort wieder. Dieser Samen lag regungslos auf dem Boden, der nun voller Blut war. Dieser Samen, wach auf, bitte, wach auf! Er begann etwas zu sagen. Floink, danke für alles, was ich mit dir erleben durfte. Ihr könnt die Welt vor der dunklen Macht retten. Ich glaube an euch. Ich begann panisch zu werden. Wie? Was meinst du, dieser Samen? Du wirst es mit uns schaffen. Komm schon, dieser Samen. Du schaffst es. Danke, Floink. Nachdem er ausgesprochen hatte, begann er sich aufzulösen. Im nächsten Moment war er vollständig verschwunden. Ich starrte auf den Boden, dort, wo er gerade noch gelegen hatte. Ich hörte meinen eigenen Herzschlag. Ich atmete schwer, merkte aber trotzdem, wie alle anderen schockiert in meine Richtung sahen. Ich spürte etwas, das ich noch nie zuvor gespürt hatte. Ich war ein Pokémon, das immer versuchte, andere zu verstehen. Ich habe selbst versucht, die Handlungen der dunklen Macht zu verstehen. Ich musste immer alles für mich selber schönreden. Doch dieser Moment, er war der erste in meinem Leben, in dem ich es nicht schaffte. Ich spürte etwas, das ich noch nie fühlen musste. Reinen, puren Hass. Bestimmt hat dieses Ding auch irgendwelche Motive für das, was es anstellt. Doch selbst wenn es so war,
sind schwachsinnig und für mich sind sie nun endgültig zu weit gegangen. Die Grenze wurde überschritten. Doch trotz allem, was gerade geschehen war, es fühlte sich befreiend an. Endlich konnte ich den ganzen Hass, den ich mir all die Zeit angesammelt hatte, rauslassen. Und diesen Hass würden sie zu spüren bekommen. Diese dreckige Macht und der Verräter, der mir meinen besten Freund genommen hatte. Ich drehte mich langsam um. Die anderen starrten immer noch zu mir, außer Hydropi. Er sah weinend auf den Boden. Ich ging langsam vorwärts, um zum einzigen Pokémon in unseren Reihen zu kommen, das nicht völlig geschockt wirkte. Necrozma. Er sah mich seltsam an, als ich zu ihm ging. Ich rechnete jedoch nicht mit einem Angriff, denn sonst wäre er vermutlich ausgewichen. Du verdammter Bastard! Was fällt dir eigentlich ein, du Verräter? Ich dachte, du gehörst zu uns! Anstatt irgendwie geschockt zu sein, begann der Mistkerl auch noch dreckig zu lachen. Also, hat das zumindest einer von euch Voltron kapiert, was hier läuft? Es ist eure Schuld, dass ich das tun musste. Nicht meine? Wärt ihr schneller an diesem Ort gewesen, hätte mich einer von euch empfangen und nicht die dunkle Mast. In dieser Welt zählt nun einmal seit jeher das Rest der Stärkeren. Und ich bin kein Narr. Ich schließlich mich dem Stärkeren an. Inzwischen ist das nämlich auf jeden Fall nicht mehr euer lächerliches Team. Zum Glück war der dunkle Mast dieses ist sogar sympathisch. Und wenn es ihr meine Treue beweist, lässt sie mich am Leben. Was mich sogar zu ihrer Rechten hat. Ich muss dazu nur ihn töten, der voll und ganz vertraut meinen eigenen Spion. Für mich war alles, was er redete, reiner Müll. Ah ja, und warum kamst du genau jetzt auf diese schwachsinnige Idee? Wenn du so denkst, hättest du doch schon bei unserem ersten Treffen auf der Seite der dunklen Macht stehen müssen. Du bist naiv, wie immer, Floink. Denkst du, euer Feind schläft, während ihr Seelenspieler sammelt? Die dunkle Macht ist nun unbesiegbar. Sie ist mächtiger als ein Gott. In der Zeit, in der ihr so 6 gerade mal 5 Seelensplitter gesammelt hat, hat sie Scheiße, ein neues Element beschworen. Die Zerstörung des Alten hat nichts gebracht. Und euer Günther wird euch nun außen erweitern. Aber das braucht uns das gar nicht zu interessieren. Denn wenn ich euch gleich alle loswerde, wird mein Meister mich reißlich belohnen. Die dunkle Macht hatte ein eigenes, reines Element erschaffen. Und Necrozma verriet uns aus Angst. Nun reichte es mir völlig. Es schien so, als würde ich gleich zu einem Kampf gegen Necrozma kommen. Doch in mir kam der Hass noch höher als zuvor. Bevor ich mich versah, feuerte ich einen Feuerball, der so riesig war, dass selbst die letzten Reste der Bäume versenkten. Necrozma kniete kurz überrascht auf dem Boden. Es reicht, du Verräter. Wenn du ein Held wärst, hättest du gekämpft, um die dunkle Macht zu bezwingen und nicht nachgegeben. Ich werde Bisasam rächen, koste es, was es wolle. Bevor er etwas antwortete, war er, feige wie er war, bereits weg. Meine Gefühle kochten trotzdem weiter in mir hoch. Es fühlte sich an, als würde etwas in mir entstehen. Auf einmal begann die gesamte Umgebung um mich zu leuchten. Rote Blitze schlugen um mich herum ein. Ich erschrak und wich zur Seite. Im nächsten Moment wich einer der Blitze mitten in mich hinein. Ich fand mich in einer völlig weißen Landschaft wieder. Hier gab es nichts, außer dem Weiß. Ich sah, wie rotes Licht sich vor mir sammelte. Es schien sich etwas zu bilden. Etwas, das unser Abenteuer ändern würde. Ich kam langsam wieder zu mir. Alle standen um mich herum. Floink, bist du in Ordnung? Was zur Hölle war das? Ich antwortete nicht, sondern öffnete meine Hand. In ihr befand sich der letzte Splitter von Günthers Seele, geschaffen aus reiner Entschlossenheit. Der rote Splitter der Determination. Die anderen starrten den letzten Seelensplitter fassungslos an, bis sich die Stille durchbrach. Lasst uns Günther zurückholen. Wir setzten zunächst das Teil in die Seele ein, welches ursprünglich Bisasam besessen hatte.
Und nun kam das letzte Teil der Seele. Kaum hatte ich es eingesetzt, erhellte ein Lichtblitz die ganze Gegend. Es blitzte nacheinander in 7 verschiedenen Farben. Erst lila, dann gelb, dann grün, nun rosa, dunkelblau, orange und zum Schluss schließlich grellrot. Der letzte Blitz, der nach dem roten erstrahlte, war schlicht weiß. Nun zog sich das Licht langsam zurück und dort, wo eben noch die Seele zusammengeführt wurde, stand er nun. Unser alter Freund Günther. Er schien sehr verwirrt zu sein und sah sich um. Wo zur Hölle bin ich? Was ist passiert? Es stellte sich heraus, dass sein Geist, wie er es Lord Ecke versprochen hatte, zunächst ein Auge auf das Geschehen hatte. Doch er konnte nicht eingreifen, als die dunkle Macht die Kontrolle übernahm. Mit dem Schwinden des Lichts verlor auch Günther die Verbindung zu unserer Welt. Und als er schließlich plötzlich verschwand, erschienen die Seelensplitter. Günther selber hatte nichts von unserem gesamten neuen Abenteuer mitbekommen und hörte erstaunt zu, was wir ihm alles erzählten. Als Hydropi gerade fertig erzählt hatte, fielen Günther erst die Änderungen auf, die es in unserem Team gegeben hatte. Wo wir gerade von Bisasam reden. Wo ist er denn? Was ist mit Necrozma? Er sah sich noch einmal um und entdeckte Latios. Und wer bist du überhaupt? Während ich langsam wieder aus meinem Schockzustand ins Normale zurückkehrte, begann Latios zu erklären, wer er sei und was er hier mache. Wie zu erwarten, war Günther sehr offen für ihn als neues Mitglied unseres Teams. Dann wendete er sich an mich. Florink, was ist eigentlich mit dir los? Seit ich wieder da bin, hast du kein einziges Wort gesagt. Und was ist denn jetzt mit dieser Sam? Sonst seid ihr doch immer zusammen unterwegs. Wenn ich gerade versuchte zu reden, realisierte ich zum ersten Mal, was alles, das gerade geschehen war, für mich bedeutete. Als die Situation angespannt war, war ich viel zu sehr auf Necrozma konzentriert, um es zu verstehen. Ich hatte in diesen Minuten meinen besten Freund verloren. Mein ganzes Leben lang hatte er mich begleitet und mir zur Seite gestanden. Ich habe ihm so viel zu verdanken. Und nun sind die schönen Zeiten vorbei und die dunkle Macht hat wahrhaftig die Stärke eines Gottes erreicht. Auf den ersten Blick haben wir zwar unser Ziel erreicht, doch obwohl wir das haben, ist die Welt nun endgültig dem Untergang geweiht. All diese Gedanken kreisten in meinem Schädel herum und ich konnte an nichts anderes denken. Günther sah mich fragend an. Bisa sah es. Bevor ich auch nur weitersprechen konnte, konnte ich mich einfach nicht mehr halten. Ich brach in Tränen auf und ging auf den Boden. Günther erschrak, als er mich so sah. Hab ich was Falsches gesagt? Es tut mir leid, Florink, was ist denn los? Latias schaltete sich ein. Ich denke, wir sollten uns erst einmal Schutz suchen und uns ausruhen. Wir alle brauchen eine Pause, vor allem Florink. Wenn wir in Sicherheit sind, werde ich dir alles beantworten. Mithilfe der Unterstützung meiner Freunde schaffte ich es auch, die Höhle zu erreichen, in der Latios und Latias aufeinander getroffen waren. Der Ort, an dem Latias erwacht war, schien den anderen perfekt für eine Rast. Die anderen machten ein Feuer und versammelten sich drumherum. Ich legte mich in eine dunkle Ecke der Höhle, um mich auszuruhen. In all dem Chaos war keine Zeit für eine Pause gewesen. Deshalb merkte ich erst jetzt, wie müde ich eigentlich war und schaffte es trotz all der Gedanken, die in meinem Kopf umherschwirrten, schnell einzuschlafen. Ich weiß nicht, wie lange ich letztendlich geschlafen hatte, doch als ich aufwachte, war es draußen schon dunkel. Das Lagerfeuer war fast erloschen, aber Hydropi, Latias und Latios saßen noch dort. Günther hatte sich anscheinend zurückgezogen. Ich stand auf und ging zu ihm. Inzwischen war ich wieder etwas zur Ruhe gekommen. Meine Freunde beobachteten alle die letzten Funken des Lagerfeuers und bemerkte mich erst, als ich mich zwischen sie setzte. Ah, Florink, endlich bist du wieder wach. Du hast sehr lange geschlafen. Geht es dir wieder etwas besser? Ja, danke, aber jetzt, wo die dunkle Macht ihr eigenes reines Element besitzt, habt ihr irgendeine Idee, was wir noch tun könnten? Latios antwortete schnell wie der Blitz. Gleich zum Punkt kommen. Sehr gut. Während du geschlafen hast, haben wir das weitere Vorgehen besprochen. Wir waren uns alle einig. Wenn wir die dunkle Macht inklusive eines reinen Elementes besiegen wollen, brauchen wir eine immense Macht. Auf einmal meldete sich hinter mir eine Stimme zu Wort. Günther. Den Rest erzähle ich, das war schließlich meine Idee. Latios schien etwas enttäuscht. Ah, schade, gerade jetzt, wo es lustig wird. Nun war ich wirklich gespannt, was Günther mir gleich für eine Idee auftischen würde.